In diesem Interview spreche ich mit einem Mann, der 1 Milliarde Quadratmeter Regenwald schützt. Und das ohne Berufsabschluss, ohne Studium. Dafür weiß er seit seiner Kindheit seinen Seelenauftrag für sein Leben. Wie auch du deinen Seelenauftrag herausfinden kannst, findest du in diesem Gespräch heraus. Komm mit! Wir sind hier in Portugal und Jonas steht in der Küche und sagt, da ist doch der Matthias. Und ich, welcher Matthias? Und schau raus und da läuft der Matthias Langwasser. Und ich schrei von der Terrasse, Matthias Langwasser. Und du hast mich überhaupt nicht erkannt, weil wir uns Moment vorher nicht, genau. nur über das Interview per Zoom gekannt haben. Genau. Und genau. Jetzt sind wir hier. Ja. Ja, und wir wollten aber, als wir unsere Reise begonnen haben, wollten wir euch besuchen, sind aber dann doch nicht durch die Schweiz gefahren, aber jetzt haben wir uns doch getroffen. In Portugal. Ja, genau. Wie witzig. Auf dem Campingplatz. Ja, so gut, auf dem Campingplatz. So schön. Und dann habe ich dich gefragt, lass uns quatschen, weil deine Art ist so positiv, so ermutigend in deinen Videos auf deinem YouTube-Kanal. Ich würde mich so freuen, wenn wir diesen Impuls mitnehmen und dass einfach unsere Community da auch einen Mehrwert hat. Ja, deswegen lass uns eintauchen in das Gespräch. Mich interessiert brennend, lieber Matthias, wie du mit einer anderen Ansicht als die Mehrheit dennoch in deiner Ruhe und in deiner Zufriedenheit bleibst. Also ich habe natürlich da sehr viel Erfahrung, ne? Weil ich habe schon schon sehr früh angefangen, wirklich dem zu vertrauen, was ich selber gefühlt habe. Mhm. Und am Anfang habe ich das ja eher intuitiv gemacht, also schon in der Schule. Ne? Also ich war derjenige, der, wenn der Lehrer irgendwas erzählt hat und ich hatte das Gefühl, da stimmt was nicht, dann habe ich mich halt gemeldet, was die anderen nicht so gut fanden. Ja. Und habe dem halt widersprochen und habe kritische Fragen gestellt. Ne? Und war damals schon der Außenseiter. Ja. Ich war auch der Exot, der mit Jutetaschen und Friedenstaue auf den Jutetaschen und mit Anti-AKW-Aufklebern und so in die Schule gekommen ist. Ne? Okay, okay. Und immer Bio-Sachen eingekauft hat. Also ich war wirklich, ich hatte dieses Label als der verrückte Öko. Ne? Der Öko. Genau. Mhm. Und natürlich war das für mich nicht leicht, ne? Weil es ist nicht leicht, ausgegrenzt zu sein. Nee. Und es ist auch nicht leicht, belächelt zu werden oder Außenseiter zu sein. Und sich auch nicht erklären zu können, weil das ist man ja als Außenseiter. Ja. Man hat dieses Label und diesen Raum eigentlich nicht, sich zu erklären, warum. Aber es war damals schon so, dass es mir wichtiger war, dass ich mit mir selber zufrieden bin und dass ich das tue, was für mich stimmt, als es anderen recht zu machen. Ne? Ja, also ich hätte niemals auf diesen Weg verzichtet oder auf meine Einstellung oder ich habe mich damals ja auch schon vegan ernährt, meine vegane Ernährungsweise, nur weil Leute das belächeln. Ja. Also das wäre es mir einfach nicht wert gewesen. Mhm. Ne? Das heißt, es war schon auch teilweise diese Einsamkeit war auch mit Traurigkeit verbunden oder dieses Gefühl von Ablehnung. Ne? Ja. Aber gleichzeitig wusste ich, am wichtigsten ist es, dass ich mir selber treu bin, dass ich das tue, was für mich stimmt, weil die Meinungen anderer sind halt Meinungen, es sind halt einfach nur Meinungen. Mhm. Ne? Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die anderen, ne? Dass die sich gar nicht wirklich in der Tiefe mit mir beschäftigen. Mhm. Also das, ne? Wir denken ja, weil wir natürlich so in unserer eigenen Welt leben, dass die anderen immer denken, was macht der, wie ist der, warum ist der so schräg und so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, die meisten Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht so viel über andere nachdenken. Ja, ne? Ja, es ist meistens nur ein Kurzschuss, mal eine kurze Diskussion und dann hat sich's eigentlich. Genau, also und wenn man das mal versteht, dass dieses Ablehnen, ne, oder dieses, dass man ausgegrenzt wird, dass das mit einem selbst eigentlich gar nichts zu tun hat. Mhm. Ne? Vielleicht ist es so, dass wir anders sind und das triggert bei Menschen, die halt anders sein, ablehnen, ne? Oder die sich selber in Frage gestellt fühlen, weil das habe ich auch oft gemerkt, dadurch zum Beispiel, dass ich mich so ernährt habe, hatten viele unbewusst dieses Ding, so haben sie natürlich nicht gesagt, aber dieses Mist, ich sollte mich auch besser ernähren. Und dann haben sie das abgelehnt. Ja, das ist ein weil Trigger. Das bei ihnen so, ne, so was wie ein schlechtes Gewissen wachgerufen hat. Das ist mega uncool, dass du da einfach in die Wunde bohrst. Genau. Ne? Und wenn man das mal so verstanden hat, dann merkt man irgendwann, die Meinung anderer ist gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist,
wir sind ja nur, also den ganzen Tag mit uns selbst zusammen. Mhm. Das Wichtigste ist ja, was wir von uns selber denken. Ja, ja. Wie wir mit uns selbst in Beziehung stehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich mich selber total annehme, so wie ich bin, dann hört auch diese Ablehnung im Außen aus. Das hört ja, dann einfach und das auf. Ist das auch geht nicht weg, mehr ein ne? Kämpfen, oder? Du musst auch nicht mehr dann für deine Meinung kämpfen oder für genau. deinen Weg. Genau. Weil es ist ja. okay, es ist okay, wie es die anderen machen und wie ich es mache. Du hast ja. mega früh dich damit auseinandergesetzt in dem Buch, was du geschrieben hast, wo ich übrigens ein großer Fan davon bin. Ich habe Auszüge davon auch schon auf meinem Instagram-Kanal Ach, zitiert. Danke. Also du hast zitiert. Und wir haben ja. das sogar dabei. Wir haben irgendwie 6 Bücher dabei und deins ist mit dabei. Die Kinder haben schon reingelesen. Der Jonas, ich weiß nicht, wie weit er ist, aber ich habe es fertig gelesen. Und da sieht man, dass diese Einstellung sehr früh angefangen hat. Also du hattest gute Diskussionen, sage ich mal, mit deiner Mama. Also ihr habt da schon so eine Kultur gelebt. Was würdest du sagen, war das dann schon immer in dir drin, dass das wirklich laut war, diese innere Stimme? Was für dich stimmt? Oder war da auch ein Lernprozess, wo du gesagt hast, okay, es ist mir nicht einfach in die Wiege gelegt worden, sondern ich habe es auch mal nicht umgesetzt und dann gemerkt, dass es mir eigentlich nicht gut geht? Oder wie sah da dieser Prozess aus? Also dieses mit der inneren Stimme, das war da. Das mhm. war einfach da und es war relativ stark. Also ich hatte mhm. schon als Kind Visionen davon, dass ich die Erde retten will, ne? Dass ich die Erde heilen genau. will und habe mir dann alle möglichen Dinge ausgedacht. Ja. Also ich bin einfach mit diesem Auftrag auf die Erde gekommen. Mhm. Also das wirklich ist deine hier, Seelenstimme, also so. Zur Heilung der ja. Erde beizutragen. Ja. Das war schon als Kind total präsent. Ne? Wow. Ohne dass ich da jetzt irgendwelche Informationen oder Impulse von außen bekommen mhm. hätte. Und dann war diese innere Stimme oftmals so stark, dass ich einfach der folgen musste. Ich mhm. konnte gar nicht anders. Mhm. Also wie dann, als ich diese Reise begonnen habe, mhm. das war ja wirklich gegen alle anderen, also mhm. die wirklich alle gesagt haben, das ist totaler Quatsch, ne? Ja. Mach lieber eine Ausbildung, mach ein Studium, geh nicht einfach so in die Wildnis. Mhm. Und, aber das war so stark, dieser Drang, ich konnte gar nicht anders. Mhm. Also ich hätte dem gar nicht widerstreben können, diesen mhm. inneren starken Impuls. Ne? Ja, wow. Ich frage mich eben, ob das jeder von uns hätte und bei manchen Familienkonstellationen wird es dann wie kaputt gemacht, diese innere Stimme, oder es wird so eine Angst aufgebaut, mhm. dass es nicht möglich ist. Weil ich glaube, jeder von uns hat ja eigentlich diese innere Stimme und weiß, wozu er berufen ist. Ja, also mega schön, dass du dir das von Anfang an beibehalten konntest und eben nicht krank geworden bist. Weil ich glaube, das ist ein Teil meiner Geschichte, dass ich das wie verleugnet habe, mhm. wer ich bin und was mein Auftrag ist. Und dass es auch dazu gehört hat, dass ich so krank geworden bin. Nicht, dass es jetzt meine Schuld war, krank zu werden. Niemand macht das absichtlich. Und ich glaube auch nicht, dass eben das psychosomatisch ist. Aber wenn man sich selber immer verleugnet und Dinge macht, die einem ja gegen das eigene Grundnaturell ist, das ist so anstrengend, auch für das Immunsystem. Also ja, für ja, Körper, ja. Geist und Seele. Und da ja, kann man jetzt die Zeit nicht zurückdrehen, aber viel daraus lernen. Ja, das ist natürlich einfach, das ist so ein, wirklich so ein Prozess. Also ich habe irgendwann wirklich gemerkt, oder sehr früh schon gemerkt, dass einfach das Leben in diesem System, dass mhm. mir das wirklich Energie raubt und dass es mich unglücklich macht. Also schon in der Schule. Mhm. Ne? Also einfach dieses, ne, da sitzt jemand vor dir und der sagt dir, wie die Welt funktioniert. Ja. Und wenn du das nachbetest, mhm. ne, ohne kritisch zu hinterfragen, dann bekommst du gute Noten. Ne? Ja, also wenn Belohnung. Du dich maximal anpasst, ja. dann bist du ein guter Schüler. Mhm. Wenn du dich nicht anpasst, dann bist du ein schlechter Schüler. Du musst die Regeln befolgen. Mhm. Und dann noch dieses Konkurrenzding, ne? Mhm. Also es ist ja völlig, oder als Kind die ganze Zeit auf dem Stuhl zu sitzen, mhm. anstatt draußen in der Natur zu sein, zu mhm. spielen, das ist, widerspricht ja einfach unserem menschlichen Bedürfnis. Mhm. Und ich habe einfach, ich war damit sehr unglücklich mhm. und konnte es natürlich erst nicht benennen, ne? Weil ich das System ja nicht nee. Verstanden habe. Aber ja, ich wusste, genau. irgendwas ist hier völlig falsch. Mhm. Und bei mir war das auch immer so, dass einfach, ich kann mich an eine Situation erinnern, die war auch richtig krass. Und zwar habe ich ein einziges Mal, ich habe ja immer, war immer selbstständig, mhm. habe immer mein eigenes Ding gemacht. Ja, ne? Das finde ich auch so geil. Und ich hatte tatsächlich einen Moment, also da habe ich 7 Jahre lang auf diesem Permakulturgelände mhm. gelebt.
und dachte und habe da eben Gemüse und Obst angebaut. Und in der Nähe war ein Biogärtner, eine Biogärtnerei. Mhm. Und ich wollte halt von diesem Biogärtner lernen, wie er Gemüse anbaut. Mhm. Und deswegen habe ich da halt so einen Ferienjob gemacht. Ne? Habe einfach gesagt, okay, ich shoppe bei dir und so. Mhm. Ne? Aber das Krasse war, und der war halt so gar nicht mit, er hat das gar nicht mit Liebe gemacht, sondern er war so total im Kopf und total auf so maximale Leistung. Und das war eher so ein Wirtschaftsbetrieb, wo das Herz gar nicht dabei war. Und jedes Mal, wenn ich auf diesem Platz war und habe da mitgeholfen, habe ich so krass Energie verloren, dass ich einfach völlig arbeitsunfähig wurde. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern, ich sollte irgendwie Pflastersteine in einen Schubkarren legen und ich bin fast zusammengebrochen. Ich habe es nicht geschafft, so ein Pflasterstein, also ich habe es dann irgendwie schon geschafft, ne? Aber ich habe vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, um diese Pflastersteine in diesen Schubkarren zu bringen und wurde dabei, war dabei völlig fertig. Ja. Und dachte, was geht denn hier ab? Ne? Mhm. Und dann bin ich halt nach Hause auf mein 2,5 Hektar Grundstück und hab, und dann plötzlich wieder hatte ich voll die Power, die Energie und konnte riesige Schubkarren mit Lehm rumfahren und so. Mhm. Und dann ist mir ja klar geworden, meine Seele will das nicht. Meine Seele will da nicht sein. Mhm. Ne? Das war das einzige Mal, wo ich für andere gearbeitet habe in meinem Leben, in diesem Ferienjob. Und so hat mir mein Körper, also über meine Seele, auch immer ganz deutlich gezeigt, was halt, was ich wirklich will oder was meine Seele will und was meine Seele nicht will. Ja. Und wenn wir lernen, darauf zu achten dann, und diese Signale wirklich wahrzunehmen, dann gibt es einfach ganz viele Dinge, die können wir einfach nicht mehr tun. Ja. Das geht einfach nicht mehr. Nee, das geht dann nicht mehr. Wenn man mal anfängt, da drauf zu Genau, genau. Ja. Oder eben der Körper zwingt einen dazu. Ja, ich fand das ganz spannend in dem Buch, wie du das beschrieben hast, als du dich dann entscheidest, nach der Schule, ich gehe jetzt einfach los zu Fuß durch Frankreich und Spanien und ich werde mich pestizidfrei und biologisch ernähren. Und manchmal hattest du so Hunger und hattest auch einige spirituelle Erlebnisse. Und ich denke, das ist das, was passiert, wenn wir einfach sagen, okay, ich gehe volles Risiko ein, gehe ganz langsam meinen Weg, nicht im Schnellzug, sonst bei deinem Fall wirklich ganz praktisch zu Fuß. Und ich gebe dem Ganzen die Zeit. Und ich glaube, das hat für dich so eine krasse Weiche gestellt. Deswegen war es mir auch wichtig, dass meine Kinder das Buch lesen, um zu sehen, hey, du hast keinen Stress. Ihr müsst als Kinder nicht so schnell wie möglich in dieses System rein. Nehmt euch die Zeit. Findet raus, wer ihr seid, wie das Leben eigentlich funktioniert, wie die Natur funktioniert, wie der Jahreszyklus aufgebaut ist. Mm. Und das beschreibst du alles so schön in diesem Buch. Auch die Begegnungen mit einer Quelle zum Beispiel. Und ja, ich war wirklich sehr, sehr berührt davon und dachte mir so, das ist eigentlich das, was ich meinen Kindern ermöglichen will. Ich nach der Schule, ich bin sofort in die Ausbildung, sofort hier. Ich war nur am Hustlen. Das ist unsere erste Auszeit übrigens. Seit Echt? Wir, ja, seit okay. wir arbeiten, und jetzt bin ich 36, haben wir nie länger als 2 Wochen Ferien gemacht. Und dann war es auch irgendwie ja, so, dass du dich nicht wirklich erholt gefühlt hast danach. Mhm. Wirklich crazy. Und das unseren Kindern zu ermöglichen, zu sagen, nein, ihr habt die Zeit, ihr seid noch Kinder. Oder auch als Erwachsener, wirklich rauszufinden, wo kann man zurücktreten und weniger machen und rausfinden, wie fühlt sich das Leben eigentlich an? Was ist, wenn nichts mehr um mich herum treibt? Mhm. Ja, das ist so, das System ist ja so sehr auf diese äußere materielle Welt ausgerichtet. Mhm. Ne? Und dieses Ding, dass man dann möglichst schnell Karriere machen will und erfolgreich sein will und dann bestimmten Dingen nachstrebt, ohne überhaupt zu wissen, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist. Ja, ja. Also ohne überhaupt zu wissen, wer man selber ist oder warum man hier ist oder worum es wirklich geht. Mhm. Und das ist wie so, man fängt an, irgendwie ein Haus zu bauen, ohne überhaupt zu wissen, wie Hausbau funktioniert und ohne ein Fundament zu haben. Mhm. Anstatt erstmal zu gucken, wie funktioniert denn überhaupt das Leben? Wie funktionieren diese ganzen Gesetzmäßigkeiten des Lebens? Mhm. Und einfach diese Qualität des einfachen Daseins, wirklich da zu sein, ohne
Ziel, ohne dass man irgendwas erreichen muss, dass man andere beeindrucken muss, dass man, ne, also das ist, ne, oder alleine jetzt hier diese Blumen, ne, oder die Vögel, die singen. Ja, die ich so nach hinten gedrängt habe mit meinem Sitz. Genau, oder dieser Baum, ne, oder einfach diese, wirklich mal das Leben, was in einer unglaublichen Schönheit und Fülle da ist, das wirklich wahrzunehmen, anstatt ständig im Kopf zu sein und irgendwelchen imaginären Zielen hinterher zu rennen. Ja. Also das ist ja diese Qualität des Seins, die uns ja nicht beigebracht wird, aber die uns so viel Verbundenheit und Erfüllung schenken kann, wenn wir uns einfach die Zeit nehmen, uns darauf einzulassen. Ja. Ja, und das hat dann auch viel damit zu tun. Also es ist sicher spannend, wir reden jetzt drüber. Und es ist nicht so, also wenn du mir deine Geschichte vor 3 Jahren erzählt hättest, hätte ich gedacht, ja, was ist denn das für einer? Der nimmt sich einfach raus, mich mitzumachen. Und es sind ja so viele Glaubenssätze in uns drin, was es heißt, wirklich geliebt zu werden vom Umfeld. Das ist es ja schlussendlich, wenn man es runterbricht. Ich will geliebt werden. Für mich war das immer so, wenn ich funktioniere, wenn ich leiste, wenn ich erfolgreich bin, dann werde ich auch geliebt. Dabei ist es gar nicht so. Das genau. ist das Schreckliche. Genau. Ja. Man kann alles geben, man kann super zuverlässig sein. Ich war so, also jetzt habe ich immer noch eine große Tendenz dazu, sehr harmoniebedürftig zu sein und zu spüren, was braucht jetzt der andere. Und dabei sich so auch aus dem Blick zu verlieren. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die noch eben in einem System sind, aber merken, ja, eigentlich geht es mir nicht gut und ich bin so oft erschöpft. Ich fühle diese Schwere. Mhm. Aber ich habe Angst, hinzuhören, was meine Seele will, weil finanzielle Ängste oder familiär oder eben die Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Das sind ja so viele Sachen, die wir gelernt haben. Und das dann alles auszumisten, da, ich komme auf den praktischen Punkt, da hat mir die Meditation enorm geholfen, einfach in diese Reflexion zu gehen. Aber wie fühlt sich das jetzt an? Von wo kenne ich dieses Gefühl? Wer hat mir das denn mal gesagt? Oder was für eine Aussage glaube ich da überhaupt? Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Okay, ich gebe zu, man weint dann ab und zu. Weil Heilung bedeutet auch einfach fühlen. Aber in dieser Reflexion wirklich herauszufinden, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich so getrieben? Warum denke ich, ich werde nur geliebt, wenn ich reinpasse? Wenn ich es genauso mache, wie es von mir verlangt wird? Was ist das eigentlich? Da steckt so viel Potenzial drin. Hast du das denn, wenn du sagst, diese Stimme war so laut bei dir, schon als Kind, hattest du eine ganz tiefe Gewissheit, dass du geliebt wirst? Und kannst du sagen, dass das von deinen Eltern kam? Oder hattest du da schon so einen spirituellen Bezug? Also ich glaube, es war gemischt. Also weil ich habe tatsächlich auch viel, also gefühlt, ne, gefühlt auch viel Ablehnung erlebt. Ja. Und habe mich sehr häufig oder oft oder meistens nicht geliebt gefühlt. Also das zumindest nicht von Menschen, ne? Oder von meiner Mutter. Und gleichzeitig habe ich dann in dieser, also in der Natur, in diesem Draußensein, da habe ich dann so eine Verbundenheit wahrgenommen oder so ein Gefühl von Zuhause. Ne? Ich glaube, ich habe eher so das, ja, vielleicht nicht so beim Menschen gesucht, sondern eher so in diesem spirituell-geistigen oder in dieser Verbindung zur Erde, zur Natur. Deswegen war das so, also es war auf der einen Seite schon so ein Urvertrauen da, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich mich jetzt wirklich geliebt gefühlt habe. Ne? Also das war für mich auch ein lebenslanges Thema auch, ne? Dieses Gefühl von auch immer wieder auf Ablehnung zu stoßen. Genau. Und ja, und das ist ja die größte Angst, eben dieses Abenteuer nicht zu begehen. Was ist, wenn ich nicht geliebt werde? Und noch früher hieß das, du wurdest ausgestoßen von deiner Community und bist halt gestorben. Ja, ja. Wo war denn dieser Punkt, wo du dich vielleicht erinnern kannst? Vielleicht war es ja auch ein längerer Prozess, wo du gemerkt hast, ah, wow, da bin ich geliebt in diesem Zustand. Also ich habe das tatsächlich immer wieder auch im Alleine-Sein erlebt. Ne? Also dass, wenn ich irgendwie
mich ins Gras gelegt habe, mhm. was ich ja auch wirklich liebe, mhm. mich einfach in die Wiese zu legen und einfach die Erde zu fühlen, mhm. ne? Und, oder von der Sonne gewärmt zu werden. Also ja. da habe ich einfach das immer wieder so wahrgenommen, ne? Dieses so Gefühl von Erfüllung, von angekommen sein mhm. oder einen Baum zu umarmen, mhm. so, ne? Und, ja. Und auch, oder auch in schönen, was ich auch in meinem Buch beschreibe, zum Beispiel bei diesem Kundalini-Yoga-Festival, ja, genau, ne? In wunderschönen, auch. Intensiven ja. Begegnungen, mhm. Wo auch so ein, ja, also mit Gleichgesinnten, ne? Mhm. Also einfach so, wie wir das ja hier auch erleben, ne? Du triffst wirklich Menschen, die ähnliche Werte haben, ähnliche Ideale, mhm. auch alle außerhalb des Systems leben, ne? Mhm. Und ihren eigenen Weg gehen, also ihren eigenen Werten entsprechend. Und da ist natürlich auch oft so ein Gefühl von Verbundenheit, von, mhm. von dass man sich gegenseitig versteht. Ja, ne? Und ja, das ist mega ja. schön, wenn man das hat. Und in der Jugend hattest du das eben nicht. Nee, gell? Da hatte ich das. Hast du jetzt. Genau, jetzt. Ja. Jetzt ist, also, es hat sich natürlich auch sehr verändert, ja. ne? Weil es natürlich damals, als ich damit anfing, gab es ja fast überhaupt niemanden, der so mhm. gelebt hat. Ja. Und heute gibt es schon viel mehr Menschen, mhm. die so auf dem spirituellen Weg sind, die halt die, wirklich die wichtigen Fragen stellen. Ja. Und ja, also das ist, ist jetzt ein ganz anderes Feld. Dadurch, dass ich natürlich mit dem, was ich mache, auch ja, relativ mhm. bekannt bin in bestimmten Kreisen, entstehen natürlich, es ist ein riesiges, gigantisches Netzwerk und es ist auch die mhm. Qualität der Zeit. Ja. Ne, dass einfach ganz viele Menschen merken, okay, jetzt geht es darum, eine klare Entscheidung zu treffen für das Leben, ja. für dazu für sich, ne, für sich selbst zu gehen, für sich selbst einzustehen, mhm. sich für die Erde einzusetzen. Und ja, und das ist eine riesige Bewegung gerade. Und ja. diese ganzen Menschen, die treffen sich jetzt, so ja. wie wir uns treffen, ja. Ne? Ja. die begegnen sich, die ja. unterstützen sich, die werden zusammengeführt, um gemeinsame Projekte mhm. zu machen. Mhm. Und das ist halt gerade so eine gigantische Aufbruchsbewegung. Ja. Ne? Und das finde ich so wichtig zu sehen, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Diagnose bekommen hat, dann ist es ja auch so, man ist in diesem alten Umfeld, man merkt aber, warte, ich gehöre ja gar nicht dazu, weil ich habe die Diagnose, andere nicht. Das ist wie beim Spirituellen, du hast eine Erkenntnis und denkst, oh wow, jetzt sehe ich die Welt ja total anders, bist aber noch in einem Umfeld, wo die anderen das nicht haben. Deswegen ist es so grundlegend wichtig, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. In meiner Krankheitsgeschichte hieß das, ich habe mich ausgetauscht mit anderen, mit den gleichen Diagnosen. Dann habe ich gemerkt, da gibt es Leute, die sind in diesem negativen Sog. Ich bin ein Opfer, ich habe diese Diagnose, ich muss jetzt damit leben. Und haben angefangen zu kämpfen gegen Ärzte, die zum Beispiel eben das einfach abtun als psychosomatisch, die Wissenschaftler, die nicht da investieren. Oder die andere Gruppe, die gesagt hat, okay, und jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich mich selber heilen. Und da habe ich auch gespürt, okay, wo zieht es mich hin? Mhm. Dann bin ich so auf diese Selbstheilungsschiene gekommen. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist jetzt auch in diesem Prozess, wo wir uns in der Gesellschaft befinden. Es gibt diese Energie, die sagt, okay, wir schimpfen den ganzen Tag drüber, was schief läuft und so weiter. Und es gibt die, die sagen, wow, das ist eine Riesenchance. Jetzt gehen Sachen kaputt, die das letzte Jahrhundert so aufgebaut wurden, so gemacht wurden. Und wenn etwas kaputt geht, ist die Chance, dass was Neues wachsen darf. Und dazu zähle ich dich und deine Arbeit auch. Deswegen schätze ich das so sehr, dass du so positiv bist und dich danach ja, ausstreckst und sagst, hey, was können wir jetzt machen? Auch deine Arbeit mit dem Regenwald, die Bäume, die du pflanzt oder sogar ganze Areas gehören da jetzt schon zum Regenbogenkreis, ja. gell? Ich bin nicht gut in Zahlen, du kannst es sonst sagen. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile bei einer Milliarde Quadratmeter, oder fast bei einer Milliarde geschützten Regenwald, Quadratmeter. Die Zahl könnte ich mir vielleicht sogar merken. Eine Milliarde, krass. Ja. Ja, und das heißt, du hast aus diesem Leid, aus diesem Schmerz für die Welt, was hier gerade angetan wird, bist du schon diese bittere Phase durchgegangen, aber du hast dich dann ausgestreckt in diesen, okay, was kann ich machen, was kann ich tun? Und ich glaube, gerade in dieser Zeit jetzt, als ganz praktischer Schritt,
sich zu überlegen, okay, wo bin ich, wo fühle ich mich einsam, wo fühle ich mich nicht gesehen und geliebt, und dann sich nach Gleichgesinnten ausstrecken. Und da ganz, ganz feinfühlig zu fühlen, ist es eine positive oder negative Energie? Baut mich die auf oder komme ich da in einen Hassstrudel? Und dann im besten Falle sich für das Positive zu entscheiden und da zu sein, zu sagen, okay, was sind das für Leute und wo kann ich mich eingeben? Und jeder von uns hat einen Auftrag und wird wachsen in seiner Aufgabe, auch wenn die am Anfang nicht klar ist. Ja, also ich denke, das ist halt auch einfach was, das, was so wichtig ist, ne, dass wir wirklich diese Aufgabe, also jeder Mensch hat ja eine Aufgabe. Jeder Mensch ist mit einer Aufgabe, einer Seelenaufgabe, einem Seelenauftrag auf diese Erde gekommen. Und dass wir das herausfinden, was ist unsere Bestimmung, was ist unser Geschenk an die Welt, und dann dafür zu gehen. Weil dann kommt auch dieses Gefühl von Erfüllung, ne? Von angekommen sein, von wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Weil uns wird zwar immer in dieser Gesellschaft, ne, werden wir so konditioniert, dass man immer nur an sich selber denken soll, ne, und immer, dass es immer nur um den eigenen persönlichen Vorteil geht, aber das wird niemals zu Glück führen, sondern Glück entsteht dann, wenn wir für die Welt da sind, wenn wir für andere da sind, wenn wir das Leben von anderen bereichern, egal ob das jetzt Tiere sind oder Menschen sind, also wenn wir mehr nicht nur für uns selbst leben, sondern wenn wir über uns heraus hinaus wirklich echt was in diese Welt geben, was diese Welt positiv verändert. Also dann kommt Erfüllung und dann kommt auch eine Sinnhaftigkeit. Und das ist einfach so wichtig. Und jeder hat diese ganz besondere Aufgabe, diesen ganz besonderen Auftrag, ganz unterschiedlich. Wenn man das gefunden hat und wenn, ne, wenn wir immer unserer inneren Stimme folgen, dann werden wir, dann leitet uns unsere Seele genau zu diesem, zu dieser Aufgabe. Und das, darum geht es letztendlich. Ne? Und jetzt sind halt jetzt ist gerade diese Zeit auch, wo es darum geht, eben echt ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen und wirklich das Wissen zu leben. Also nicht mehr, ne, irgendwie rumzueiern, nicht mehr sich im Hamsterrad zu bewegen oder immer wieder die falschen Fehler zu machen, ne? Oder einfach nicht auf die innere Stimme zu hören, sondern es ist einfach die, die Zeitqualität und auch das, was gerade auf der Erde passiert. Ne? Das, das sagt ganz eindeutig, es ist jetzt allerhöchste Zeit. Es ist Zeit, eine aufdeckende Zeit. Genau, also jetzt geht es wirklich darum, in die Eigenmacht zu gehen, in diese Schöpferkraft zu gehen, das Opferbewusstsein wirklich mal wegzuschmeißen. Ne? Ja, sich wirklich zu entscheiden. Und es ist eine Entscheidung. Das ist auch, wenn man eben diese Diagnosen erhält. Bin ich jetzt tatsächlich das Opfer dieser Diagnose oder entdecke ich gerade die Heilerin in mir? Und das ist im Moment auch so. Bin ich das Opfer dieser Umstände oder bin ich die Schöpferin meines eigenen Lebens? Genau. Das sind die zwei Wege gerade. Und man spürt das ja so gut. Eigentlich kann man einfach nur fühlend durch die Welt gehen und sagen, ah ja, das springt mich an, das lächelt mich an. Wo ist Zwang oder wo ist Liebe? Genau. Wo ist, ich nehme dir was weg oder wo ist Großzügigkeit? Ja. Das sind ja so einfache Messgeräte. Total. Ne? Und jeder, der einfach noch mit diesem natürlichen Empfinden verbunden ist, der merkt einfach, dass diese ganzen Regeln, diese ganzen Zwänge, ne, was weiß ich, dass du irgendwie eine Windel tragen musst oder dich mit irgendwelchen nicht funktionierenden Tests irgendwie quälen musst, ne, oder dazu gezwungen wirst, Dinge zu tun, deinem Körper zu schaden, um irgendwo arbeiten zu dürfen oder essen gehen zu dürfen, das ist einfach sowas von, es widerspricht jeglichem Menschsein. Ne? Ja, oder dass der Mensch ist frei, er darf frei in sich hören und spüren. Ja. Und das ist diese Qualität, die wir jetzt als ganze Gesellschaft wieder neu definieren dürfen, dass das das Allerwichtigste für uns ist, dass der Mensch frei ist. Genau, und dass wir ganz frei unsere Meinung äußern dürfen, dass wir müssen in der Lage sein, auch die schlimmsten Dinge beim Namen nennen zu können, ohne dass das wegzensiert wird. Genau, man kann darüber diskutieren. Ja, das wäre die schönste Variante. Also ne, das ist auch ein grundlegendes Menschenrecht, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, was hier gerade in Deutschland zum Beispiel ja massiv mit den Füßen getreten wird. Und jeder möchte einfach, das ist ja gerade das, was eine wirklich gesunde Kultur ausmacht, ist, dass verschiedene Meinungen ihren Raum haben und miteinander in Kontakt treten dürfen, weil wenn es immer nur eine staatlich vorgegebene richtige Meinung gibt, dann wird ganz viel unter den Teppich gekehrt. Das geht einfach nicht. Ja, und es ist so spannend, dass
es ist die Zeit der Aufdeckung. Es zeigt ja einfach, wie weit unsere Gesellschaft ist. Also auch hier, wir können nicht einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist böse, du hast es verkackt. Nein, es zeigt das ganze Mensch, wie weit er ist. Mhm. Und dann denke ich auch, ah, okay, spannend, wenn ich das anders sehe, dann ist es ja vielleicht mein Auftrag, das auf eine coole Art und Weise einfach zu sagen, hey, aber hier bin ich auch noch, ich sehe es ein bisschen anders. Und das dürfen wir jetzt einfach. Und in dieser Ruhe nicht diese negative Energie übernehmen und eben mit der gleichen Sprache und mit dem Zeigefinger und du hast es aber eigentlich nicht verstanden, sondern einfach so, ah, wow, spannend. Nee, das sehe ich komplett anders. Genau, und vor allen Dingen, ne, und vor allen Dingen auch, wir sind ja in der Lage, uns unser Leben einfach so zu kreieren, wie wir das wollen. Ja, ne? Und wenn, und es ist, ne, also es ist auch klar, wenn Menschen sagen, okay, ich möchte diesen Weg der Virusangst und so weiter, diesen Weg der Angst und Kontrolle und Zensur, ich möchte diesen Weg gehen, dann ist es ja okay. Genau, es ist aber die freie Wahl. Ne? Genau. So, und wenn, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn wir das anders sehen, uns unser Leben und unser Umfeld so zu gestalten, wie es für uns einfach passt. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir neue, gesunde Strukturen aufbauen, wo die Menschen halt wirklich frei sein können und wo sie halt liebevoll und achtsam miteinander leben können. Mhm. Und wenn andere diesen alten Weg weitergehen wollen, ist es ja völlig okay. Ja, mega. Ne? Nur wir sind frei, einfach uns dem nicht anzuschließen, sondern wirklich zu sagen, meine Realität ist eine andere und die lebe ich jetzt konsequent. Mhm. Ne? Ja, und diese, also es sind ja wirklich wie Parallelgesellschaften. Und ich komme ja aus der Schweiz, das heißt, also bei uns ist die riesig, die Parallelgesellschaft. Ich weiß nicht, was in Deutschland vermittelt wird. Okay. Ich habe manchmal Zeitungsausschnitte gelesen, wo die Deutschen geschrieben haben, die Zeitung, ja, die Schweiz ist jetzt viel strenger und das alles. Und ich dachte so, ah, spannend, das wusste ich gar nicht von uns. Und wir haben eine ganz, ganz große Parallelgesellschaft mit freidenkenden Menschen, mit Naturliebhabern. Also bei uns ist das eigentlich über die Hälfte. Das ist spannend, wie die Sachen auch dargestellt werden. Mhm. Und wir sind super viele. Es ist sicher von Land zu Land unterschiedlich, aber wenn man im 1-zu-1-Gespräch ist, ist jedem Mensch wichtig, dass jeder einzeln betrachtet ernst genommen wird und man eben für das Individuum ist. Das ist ganz klar. Mhm. Ja, da bin ich auch sehr froh drauf. Ja. Genau, schön. Was ist deine tägliche Gedankenhygiene? Vielleicht noch so ein praktischer Schluss. Was ist so dein Tipp, was du mitgeben kannst? Was ich wirklich im Moment oder jetzt schon, also seit ich in Portugal bin, ne, wirklich täglich mache, ist, das ist so ein Ritual, was ich habe immer wieder neue Rituale, je nachdem, was so aus der geistigen Welt zu mir kommt. Mhm. Und zwar, ich wache auf und bin dann noch so in diesem, noch in diesem, halb in diesem Schlafmodus. Ne? Mhm. Und dann manifestiere ich die Dinge, die ich erleben möchte in meinem Leben. Mhm. Ne? Also es ist sehr bewusst, aber noch in dieser tiefen meditativen Energie, weil es dann natürlich noch tiefer in die, oder noch wirkungsvoller in die Welt kommt und auch in mein System. Mhm. Und zwar für mich, also für das, was mir wichtig ist, aber auch für die Welt. Ja. Das heißt, ich manifestiere zum Beispiel, dass Milliarden Menschen sich täglich für Wahrheit, Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, miteinander und für die Heilung der Erde einsetzen. Wow. Ja, und sich ganz bewusst dafür entscheiden, dass nur ein kleines Element dieser Manifestation, die ich jeden Morgen mache. Du musst deine privaten Wünsche jetzt nicht erzählen, Matthias, das ist okay. Ja, aber das ist schon ein mega, mega Wunsch. Ja. Ah, schön. Ja. Ja, weil es ist ja so, wir alle sind in der Lage, eben unsere Realität zu kreieren und diese Welt so zu gestalten, wie wir das wünschen. Und wenn wirklich Millionen, Milliarden Menschen sich darauf ausrichten, dass wir auf einer Erde leben, wo die Menschen im Einklang mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit der Natur leben und auch im Einklang mit sich selbst, ne? In Achtung und liebevoll miteinander, dann wird genau das passieren. Ne? Und wir sind ja so machtvoll, dass wir das gestalten können. Ne? Also, und das ist mir halt immer klarer geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Mhm. Wir sind nicht Opfer der Umstände. Nein. Ne? Wir können alles, was uns stört, können wir ändern und was Besseres dafür erschaffen. Ja.
Und das können wir tun, wenn wir noch im Bett liegen, zum Beispiel. Definitiv. Amen dazu. Mega. Ja, wunderschön. Vielen Dank, Matthias, für dieses Gespräch und danke, dass ihr uns gelauscht habt. Ja, ich wünsche das dir auch, dass du diese Zeit für dich rausnehmen kannst und in diese Meditation, in dieses Wachträumen hineingehen kannst und das, was deine Seele dir schon sehr lange mitteilen möchte, dass du das in deiner Gedankenwelt schon mal einfach manifestierst. Denn du bist Schöpfer oder Schöpferin deines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.